Ja, und jetzt geht's mal weiter in das aktuelle Schneebiom, wo ich aktuell beschäftigt bin. Nämlich bei meinem letzten Schloss, das ich euch vorstellen müsste, meinem Luftschloss. Portal 36 müsste das sein. Und da sind wir schon. Willkommen in den Bergen. Das ist mein Luftschloss. Also eigentlich sollte es eins werden. Aber leider hat das mit der Luft nicht so gut geklappt. Also es ist nur Schloss ohne Luft. Na, wir müssen mal die Pfeile wechseln. Ein Drache weniger. Mit halben Treppenstufen und einer großen, innen verkleideten, mit Steinen verkleideten, außen aber roh belassenen Mauer. Jetzt in diesem Moment noch nicht, aber heute Abend um 11. Um 11 wird Drachenmutter herausgefordert, deswegen zeige ich das jetzt auch nochmal. Quasi, damit ihr das nochmal sehen könnt, was ich da so gebaut habe. Riesiger Bereich. Habe quasi, was ihr noch nicht gesehen habt, ich habe im Prinzip die gesamte Bergspitze entfernt. Das ist übrigens meine erste Cave, noch unbetreten. Und das ist der Altar der Drachenmutter. Ich habe schon alles vorbereitet, dass ich heute Abend die Eier einsetzen kann und dann die Drachenmutter beschwören kann. Und das ist der Altar der Drachenmutter. Das ist der Altar von Mordor. Ich habe also quasi meinen Thronsaal auf dem Altar von Mordor gebaut. Eigentlich ist dieser Altar auf der Bergspitze. Habe die komplette Bergspitze freigegraben und habe ein bis runter auf Bedrock gegraben. Tiefer geht's also nicht als hier. Und habe leider feststellen müssen, dass der Altar auf einer solchen Steinstele ruht, die unzerstörbar ist. Hier meine Wolfszucht mit Sternewölfen, ein Sternewölfen leider nur. Und weil Modder im Prinzip relativ nah an meinem Great Wolf Grinder ist, werde ich die Ein-Sterne-Wölfe, sofern sie den Angriff oder das Summoning von Mother überleben, werde ich die mitnehmen und werde die quasi runterbringen zu meinem Great Wolf Grinder, damit der schon mal Ein-Sterne-Wölfe hat. Ja, auch das Treppenhaus habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal gebaut. Und so sieht der Drachen Altar bzw. Modders Altar von außen aus. Auch ein kleines Schloss wieder gebaut. Bäume habe ich absichtlich stehen lassen als Deko. Mit im Hof auch noch eine Silberader hier unten. Die habe ich auch durch Zufall gefunden beim Abtragen des Bergs. Hier drüben, dieses Steinhaus gab es schon. Die Steinburg, die habe ich auch nur repariert. Ja, ich hoffe auch. dieser Skywalk diente nur dazu, das Material rüberzutragen. Den habe ich jetzt noch nicht abgebaut. Das war quasi meine Zwischenstation, um das Luftschloss zu bauen. Das ist einfach die Grundkonstruktion, kennen wir von den anderen Bergfesten. Habe ich einfach nur etwas repariert, nicht so umfangreich wie die anderen Bergfeste. Und habe dann mich quasi eingenistet
um alles freizugraben und neu aufbauen zu können. Auch diese Mauern sind alle komplett, nachdem ich alles freigegraben hatte, neu aufgeschüttet worden. Das Silber wirst du hinterher einfach abholen können. Das Baumaterial des Schlosses übrigens auch. Mhm. Mach mir Hoffnung. Also der Plan ist ja... ganz unvorbereitet gehe ich an die Sache ja nicht ran. Also ich habe so ein oder zwei Vorbereitungen getroffen. Unter anderem eben ein Schloss bauen. Notwendige Vorbereitung für Bosse. Nein, ich habe außerdem Portale postiert. Und zwar, das erste Portal ist gleich hier neben der Kiste mit den Dracheneiern. Wenn ich die dann gerufen habe, Mordor, werde ich als nächstes sofort durch dieses Portal gehen. Und komme dann an diesem Portal raus, in ungefähr, naja, 100 Metern Entfernung von meinem Schloss und von Mordors Altar. In der Hoffnung, dass Mordor dann sich in meine Richtung zieht und ja, mir quasi nachjagt. Denn der Battleground befindet sich hier unten. Auch da gibt es noch ein weiteres Portal. Das ich dann quasi unmittelbar benutzen werde. Um zum Kampfplatz zu kommen. Und dies ist mein Kampfplatz, wo ich Mordor empfangen möchte. Auch alles abgetragen bzw. planiert, hochgelevelt und mit diesen Steinstelen versehen, hinter denen ich mich verstecken kann. Wenn Mordor also in die Luft geht und mich dann versucht anzugreifen mit ihrem Frostarten, kann ich mich dann hinter diesen Steinstelen verstecken. Beziehungsweise, wenn Mordor landen sollte, wird sie Schwierigkeiten haben, sich zu bewegen. Denn, ja, die Steinstelen sind ihr quasi im Weg. Das ist der Plan, dass ich dann Mordor über diese Portaltraverse quasi bis hier unten dirigieren kann, um sie dann eben hier, ja, zu erledigen. Das ist der Plan. Hier unten gibt es dann auch nochmal eine Unterkunft mit einem Portal. Ah, ich höre da schon wieder ein Wölfchen. Hier unten gibt es dann auch nochmal ein Drachennest irgendwo. Ja, und hier unten gibt es nochmal ein zusätzliches Portal. Wenn ich also sterben sollte, werde ich in meinem Hauptschloss wieder spawnen. Nicht in meinem Sumpf, in meinem Steinschloss. Weil, also hier oben in meinem Luftschloss, weil das ist mir zu gefährlich, falls das nämlich mit Mordor nicht klappt und die sich vom Altar quasi nicht wirklich wegbewegen sollte, dann habe ich sie auf Sand gebaut. Ah, da ist der Wolf. Ja, damit. Ach, ich habe schon wieder zu, ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon wieder zu viel dabei. Mit Backup-Plan B, C und D, genau. Ein weiterer Backup-Plan D, E ist dann ja dieser Runestone. Der ist ja auch unzerstörbar, hinter dem ich mich eben auch verstecken kann und hinter dem auch mein Portal versteckt ist. Wenn also Mordor mir zu sehr auf die Pelle rückt, werde ich dann auch einfach durch dieses Portal wieder nach oben verschwinden können. Hier in dem Bereich. Um sie dann quasi von oben anzugreifen. Allerdings lockt sie das dann wieder in die Nähe von meinem Schloss, was ich eigentlich nicht möchte. Aber dann kann ich ja hier den Berg quasi runterlaufen. Mal gucken, wie das läuft. Ich bin sehr gespannt. Was ich noch schnell machen kann, ist... Ich kann noch schnell hier die Platten anbringen. Was ist denn die Exit-Strategie E? Genau. Weiter bin ich im Alphabet aber noch nicht gekommen. So, das ist... Hier ist Mordor. Da geht's zurück in das Schloss. Das sind die einzigen ständig verbundenen Portale, die es bei mir in der Map gibt.
Ja, und ich hoffe natürlich, dass mir mein Luftschloss, so wie es ist, quasi erhalten bleibt dadurch. Und ich mich dann auch in Zukunft dieser Residenz erfreuen kann.